Lobpreises der Evangelischen Kirche im Rheinland ist, wie es immer so ganz kurz und kompakt heißt, der erste Sprecher der Kirche. Das bedeutet, dass er das formuliert, was wir glauben, was uns beschäftigt, die Themen, die dran sind. Und diese Aufgabe wahrzunehmen, also hinzuhören, was uns in unserer Kirche bewegt, und auf das Evangelium zu hören und das verständlich, verstehbar, öffentlich zu sagen, das wird einer meiner ganz wichtigen Aufgaben als Preises sein. Ich bin zwar nicht in Wichlinghausen, hier in diesem Teil Wuppertals, geboren, hier auch nicht aufgewachsen, aber wohne schon seit 30 Jahren, bin hier fest verwurzelt, bin in dieser Kirche ordiniert worden, bin zum Superintendenten eingeführt worden und habe hier mit sehr vielen Menschen Gottesdienste gefeiert und bin mit diesem Stadtteil hier auch sehr verbunden. Hier habe ich die Bodenhaftung und das sind für mich ganz wichtige Dinge, die mich mit diesem Ort verbinden und besonders auch hier mit dieser Kirche. Gehen Sie mal, das ist Kaffee, oder? Ja, gehen wir. Ein gutes Miteinander von Christen und Juden ist auch angesichts der Geschichte unserer, die wir ja haben in unserem Land, was ganz Wichtiges. Irgendwann stand diese Problematik, wir bräuchten Räume, wir bräuchten ein Grundstück für eine neue Synagoge, weil wir hatten einen sehr, sehr kleinen Betsaal. Und die Kirchengemeinde Gemarke war bereit, einen Teil des Grundstücks zur Verfügung zu stellen. Ja, und die Idee, das Grundstück hier, neben der Gemarker Kirche, die stammt eigentlich von Herrn Rikowski. Und dafür sind wir ihm sehr, sehr dankbar. Und aus diesen Überlegungen hat sich eine wunderbare Nachbarschaft und ein gelebtes Miteinander von Synagoge und Kirche ergeben, was wirklich gut ist für beide Seiten. War, dass die Art, wie Muslime ihren Glauben leben, auch zum Beispiel Kinder und Jugendliche, das bringt wieder die religiöse Frage auf die Tagesordnung, auch auf den Schulhöfen. Das heißt, auch christlich erzogene Jugendliche fragen danach, was glauben wir eigentlich? Und das finde ich ausgesprochen interessant, dass in der Begegnung miteinander die religiöse Frage nochmal bedeutsam wird. Und ich finde, das bringt uns eine ganze Menge im Miteinander. Es ist schön, dass man sich gegenseitig verständigt und dass man sich gegenseitig akzeptiert. Ob Christ, ob Judum oder Muslime. Es ist nur ein Gott und dass wir allen in eine Richtung laufen sollen. Die wohnt aber auch alle in Wichlinghausen oder in Oberwarden oder Oberwarden? Wichlinghausen. Also eine Hausaufgabenhilfe, eine Integrationshilfe, des christlichen Vereins junger Menschen in einem türkischen Kultur- und Bildungszentrum, das ist schon was ganz Besonderes, was Singuläres, was aber eben auch zeigt, dass Christen und Muslime verstanden haben, es geht darum, dass wir gemeinsam etwas auch fürs Gemeinwohl tun. Und ich glaube, so kann man Integration fördern, mehr fördern als durch Sonntagsreden. Weil es einfach ein guter Verein ist. Damals war er in der Krise und hatte meine Hilfe besonders nötig. Hilft manchmal auch schwierige Dinge so zu sagen, dass andere sie gut hören können. Ich kenne nicht nur das Wort, sondern ich kenne auch das Zweifeln. Es gibt immer wieder Lebenslagen, wo die Dinge nicht klar sind, wo es Fragen gibt, auch Fragen an Gott. Mir ist immer ein Anliegen, dass in dem alten Haus der Kirche möglichst viele Türen sind und wir haben hier ein paar neue Türen geöffnet. Es war so gewesen, wenn in der Innenstadt Leben war, war bei uns die Kirche geschlossen. Und wenn Sonntagmorgen bei uns die Türen offen waren, war es in der Innenstadt eben tote Hose. Und wir haben jetzt ein Angebot geschaffen mit einem Café, ein Ort der Gastfreundschaft. Es gibt einen Eine-Welt-Laden, es gibt eine Durchlässigkeit vom Café zur Kirche, es gibt eine Tagesstätte für Wohnungslose. Und diese Präsenz der evangelischen Kirche in der Innenstadt ist etwas ganz Wichtiges.
Wenn es zu unseren Aufgaben gehört, die Schöpfung zu bewahren, dann finde ich, muss jeder gucken, was er tun kann. Und ich habe mich dann entschieden, einen Beitrag zu leisten, indem ich mich versuche, umweltfreundlich mit dem Elektroauto und grünem Strom zu bewegen. Ich finde sehr schön und mich auch sehr prägend das Wort aus dem Psalmbuch: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist so diese Haltung, wir haben nicht Zement angerührt, wir haben uns nicht eingegraben in den Verhältnissen, sondern wir werden immer wieder in weiten Raum geführt, über das hinaus, was uns im Moment prägt und bestimmt. Und die Grenzen, die wir manchmal spüren, sind vorläufig und sind überwindbar.